Na, Karte aktualisiert. Wundervoll. Wie viel haben wir? 58 von 73. Das heißt, es fehlen noch 15. Ich weiß immer noch nicht, wo die ganzen restlichen sein sollen. So, beschäftige ich mich aber auch echt wirklich. Von wo der fucking Spruch ist. Also. Ey, da ist doch ein Heuhaufen, oder sehe ich das falsch? Ich will den Heuhaufen. Jawohl. Von wem war der Spruch hier mit Dingens? Einmal hier dann alles drin. Ich werde mich jetzt einfach mal auf Edeka festsetzen. Auch wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig weiß. Guck mal, eine Feder. Ah, okay, das zählt anscheinend als einsammeln. So, gerade mal 22 von 100. Das ist ja traurig. Aber gut, wir sammeln die nicht. Es ist nicht unbedingt mein Ziel, am Ende alle Federn gesammelt zu haben. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut, meine ich. Also gleich muss ich mir, glaube ich, Heilmittel kaufen. So. Packen. Auspacken, meine ich. So, und direkt zur nächsten Mission. Hey. Der spinnt doch. Nee. Ich finde gut, dass sie mich nicht verfolgen. Auch eigentlich, wenn ich hier, ne? Ihr seht ja den roten kleinen Balken oben links. Theoretisch gesehen müssen wir mich die Typen doch verfolgen, oder nicht? Ich meine, ich habe einige ihrer Freunde gekillt. Oder Arbeitskollegen, wie man will. Oder vielleicht sind die ganz smarte Leute und haben gemerkt, dass ich eigentlich einfach zu krass bin, um die, dass die, als dass sie gegen mich kämpfen. Egal, ob die zu 5 sind oder zu 100. Ich meine, die mache ich fertig. Und deshalb greife ich einfach nicht mehr an. Das wäre ziemlich klug von denen. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Jetzt wird kaputt gemacht. Zwei Fliegen, eine Klinge. Angriffssignal geben, dann Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Das klingt nach einer Mission. Wahrscheinlich auch die letzte Mission dieses Kapitels. Oder dieses, wie nennt man das denn? Szenarios? Nee, Moment, 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 Moment. Wir haben das hier im Spiel genannt. Sagen wir einfach Kapitel. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem wir sind. Kann man das nicht eigentlich nachgucken? Gucken wir mal hier. Statist Dirk. Gesamt. Ne, da steht nur 61%. Tode 8. Ich finde gut, dass ich so wenig Tode habe. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie lange spielen wir jetzt schon? Ich würde mal so sagen, an die 10 bis 15 Stunden. Sagen wir eigentlich 15. Es sind auch bestimmt 15. 8 Tode. Finde ich okay. Vor allem, die Tode kamen ja nie durch den Kampf. Ich glaube, ich bin noch nie im Kampf gestorben. Ich bin immer nur in den Tod gefallen, weil ich von irgendeinem hohen Gebäude aus Versehen runtergefallen bin. So, Lieblingswaffe, versteckte Klinge? Verstehe ich nicht ganz. Ich benutze eigentlich immer das Schwert. Das ist merkwürdig. Das ist eigentlich alles egal. Ich stehe echt nicht, in welchem Kapitel ich bin, ne? Ne. Ah, hier spielt die Spielzeit. 14 Stunden, 27 Minuten. Da habe ich gesagt, 15 Stunden ungefähr. So ein Irrer. Was tut er denn? Was tut er dir? Ach, Kinder. Irgendwie, mir ist aufgefallen, diese Map unten rechts ist ein bisschen falsch, weil laut der Map bin ich jetzt gerade im Wasser und die Brücke ist irgendwo hier in die Richtung, aber eigentlich stehe ich auf der Brücke drauf. Ist eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Oder angeblich stehe ich gerade in einem Gebäude drin, auch wenn das Gebäude hier rechts neben mir ist. Pass mal auf. Machen wir mal eben schön das kleine pässliche Bild weg von mir. Da fuck, ich habe immer noch ein Verhandlungslevel.
nicht an den Arbeitern aus. Hopp. Ich muss auf den Turm hoch, oder nicht? Auf Befehl des Dogen sind außer Bestimmt. Alle Tauben zum Freiwild erklärt worden. Sehr nervig, hier hochzuklettern. Ja. Jump. Jump. Ah, okay, jetzt geht's. So. Ah, das ist die richtige Seite. Alles klar. Wow, Alter. What the fuck? Ich dachte schon, warum hält er sich nicht fest? So. Oh, schönes Feuerwerk. Oh. Ja, die fighten aber ganz ordentlich, ne? Ach, das ist doch Dingens hier. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Ja. Anscheinend sieht er den Typen nicht, der hinter ihm steht. Wo kann ich denn hier runterspringen? Ah, fuck it, ich gehe ins Wasser. Bitte stirb nicht, bitte stirb nicht! Er stirbt nicht. Warte auf mich! Muss zum Arsenale zurück. Noch nee, jetzt flieht er auch noch. Salve, Ezio! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte! Oh, pass auf, wenn die eh nicht auf mich aufpassen, einfach von hinten killen. So. So einfach geht's. Ihm nach! Was ist mit der Wache los, die einfach an uns vorbeigeht? Dante ist geflohen. Ihm nach. Warte auf mich. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch deine Hand zu fallen. Ach, erstmal die anderen killen. Alter, Wortwahl. Wichser und Motherfucker ist okay, aber Hurensohn, das finde ich ein bisschen krass. So, zu zweit gegen einen und in die Ecke mit ihm. Ich sagte, in die Ecke mit ihm. Aua, hey, wer ist hier dein Freund und wer ist dein Feind? Ey. Stimmt ja, du weißt es immer noch nicht, oder? Aber wenn Dante mit dir fertig ist, ich sag, okay, er hat mich entwaffnet. Okay, ich kann ihn nicht so besiegen. Ja, ebenso. Ich bereue nur, dass ich den Hebel nicht selbst umlegen Fuck. Konnte, um zu sehen, wie er zappelt und Shit. Und hängt. Aufnehmen. Dankeschön. Du wirst ihn bald fangen. Du und dieser elende Söldnerführer ebenfalls. Genug davon. Wir haben keine Zeit. Komm zu mir. Wir müssen abreisen. Ezio, geht jetzt. Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister. Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen. Schnell. Die wollen ohne uns ablegen. Ey, warum hat er denn über... Oh, shit. Alles klar, wir müssen uns beeilen. Wartet auf mich. Freunde. Ich habe noch eine offene Rechnung mit euch. Oh, shit. Würde ich nicht machen. Ach, fuck. Ich dachte, ich könnte durchrennen. Bye, bye. Mehr Eier als Hirn. Du nicht. Ich hab dich. Ich hab dich. Ah. Okay, ich gehe einfach weiter, Leute, ne? Shit, der andere ist, glaube ich, fast da, oder? Ja, versuch es nur. Macht schon, bringen wir es schnell zu Ende. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Broski. Wir holen uns den Schuster. So nicht. Ach, scheiße. Aua. Und unter
Hey, da hat ein Pfeil und einen Bogen und schießt auf mich. Das sind sogar zwei von denen. Aua. Achtung, Jungs, das ist kein Anfänger. Haltet zusammen. Moment, warte. Ich hab doch irgendwas für diesen Fall. Was ist denn hier das hier, ne? So. So geht's auch. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Ja, und dieses Level oder dieses Kapitel ist beendet. Brief von Dante Moralden. Ach, Sequenz heißt es hier. Sequenz 10 beendet. Wow. Die Erlaubnis der Republik Venedig im Jahre 1488. Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Diese letzten beiden Kodexseiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. 2 Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird, erscheint der Prophet
Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocernico. Der an den Medici. Meinem Vater, meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. Ach, der verschwindet jetzt einfach. Cool. Kann ich dich theoretisch killen? Weg hier! Okay. Ich will den aber jetzt nicht ärgern. Gut, und Da Vinci, ne? Ich meine, der hat noch wichtige Dinge vor. Guck mal, hier, ein Rennen. Kann man eigentlich nebenbei machen, oder? Ich hörte, dass ihr schnell seid. Ich auch. Würdet ihr mir ein kleines Rennen gewähren? Ja. Venezianische eine, bla 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 bla. Egal, ich gewinne eh. An alle Venezianer, wisset, dass in einer Woche ein Mann. So, ich habe schon schwere Rennen gewonnen. Wenn es hier nur am Boden entlang geht, dann schaffe ich das easy. Okay, wenn mich die Wachen verfolgen, habe ich ein kleines Problem. Okay, ich muss nicht da hoch. Ne? Das ist natürlich eine Sache. Fuck. Oh, beeindruckend, wenn auch gewagt. Ja, das war nicht die klügste Idee, oder? Weil mir fällt jetzt kurzzeitig kein Best rein. Also werde ich damit leben müssen oder können oder dürfen. So, ruhig ausruhen. Oh, fuck you. Ich hoffe mal, wir liegen gut bei der Zeit. Ich denke aber schon. So ein Irrer. Was war zum Himmel? Ah, nicht hängen bleiben. Ey. Da muss ich jetzt hin. Ach, da hinten. Oh, oh. Jetzt habe ich nicht mehr viel Zeit übrig. Ach, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Da hinten? Panik! Okay, noch zwei Stück. Come on. Ach komm, jump einfach runter. So. Ach, easy. Easy peasy, lemon squeezy. Komm mit und trinket alle davon. Ach, guck mal, hier noch mehr Kisten. Scheiße. Ah, das ist nicht gut. Bis zu eurem nächsten Besuch, Signore. Das ist nicht gut. Haben wir jetzt ein neues Gebiet frei oder was? Ach, du Scheiße. Ja. Ich hab hier im Norden noch ein paar Sachen, anscheinend. Es erscheint mir so, als ob dort einige Sachen wären. Na gut, hier haben wir soweit eigentlich alles abgeklappert. Wo ist denn unser Missions... Oh, da. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will oder nicht. Doch, das mache ich jetzt. Das ist, glaube ich, in die Richtung.
Wir reisen jetzt mal eben kurz davon. Oder machen wir das jetzt? Nee. Oder? Nee. Ich wollte nämlich, ich habe darüber nachgedacht, die Kleidung jetzt zu wechseln. Eine dicke Rüstung anzuziehen. Aber eigentlich... Komm, wir rennen noch ein bisschen mit der Rüstung rum und dann vielleicht beim nächsten... bei der übernächsten Mission, sag ich mal, können wechseln. So, wie kommt man überhaupt in dieses komische... diese Festung rein? Das frage ich mich ja. Oh. Da haben wir aber ganz schön viel Geld in der Tour. Okay, vielleicht sollte ich doch irgendwann gleich mal nachgucken und dabei die Kleidung wechseln. Ups, komm. Wer hat euch denn ausgewählt? Weiß ich nicht mehr. So. Hier in der Nähe ist ja auch die Mission. Hier ist aber auch ein Turm irgendwo, ne? Ja, genau, der nördliche Turm. Da gehe ich erstmal hin. Moment. Komme ich darüber? Ja, knapp. So, war ja auch nicht so schwer hier hochzukommen.